Hey zusammen, warum ist es wichtig, dass wir jetzt mit der wirklichen Arbeit beginnen? Ja, es ist so, wann beginnt eigentlich die wirkliche Arbeit? Und ich denke, wenn wir geboren werden, dann werden wir erstmal in eine Familie hineingeboren, dann gehen wir in den Kindergarten, dann gehen wir in die Schule, dann gehen wir in die Ausbildung, dann machen wir ein Studium. Und während dieser ganzen Zeit legen sich neue Schichten, neue Gewohnheiten, neue Gedanken, neue Ideen um uns herum. Und meistens sind das Ideen, Gedanken, Gewohnheiten, die uns nicht dazu bringen, wirklich mit der spirituellen Arbeit an uns selbst zu beginnen und wieder zurück nach Hause zu kommen, zurück zu uns, zu unserem unsterblichen Geist. Das heißt, wir müssen uns erstmal von diesen ganzen Sachen entwickeln. Und wenn wir dann entwickelt sind, dann beginnt die wirkliche Arbeit. Dann kommen wir zurück nach Hause und dann können wir das machen, warum wir eigentlich hier sind. Und wir müssen besser früher als später beginnen, denn wenn das so ist, dann gibt es ganz viele Menschen, die in einem Leben überhaupt nicht anfangen, wirklich zu arbeiten. Weil die überhaupt nicht anfangen, sich zu entwickeln. Das heißt, erstmal entwickeln und dann, wenn wir dann entwickelt sind von den Dingen, die jetzt hier in der materiellen Welt draufgekommen sind, dann beginnt die wirkliche spirituelle Entwicklung erst. Und dann beginnt die wirkliche Arbeit erst. Das heißt, wir müssen so schnell wie möglich anfangen und das wirklich durchziehen, damit wir in diesem Leben noch so viel wie möglich erreichen. Das Schöne ist, dass in dieser jetzigen Zeit die Zeit so schnell geht, die Veränderungen so schnell gehen, der Bewusstseinswandel so schnell geht, dass wir sehr viel erreichen können, da die Herausforderungen so groß sind. Wenn wir große Steine haben, über die wir gehen müssen, dann bringt das natürlich auch viel und wir kommen schneller ans Ziel. Ich denke, es ist einfach am besten, sehen wir es, wie die Sonne es macht. Jeden Tag wieder arbeiten, immer weitermachen, Schritt für Schritt zum Ziel und einfach nicht nachgeben. Keinen Stress aufbauen, sondern einfach wirklich mit dem Herzen voranschreiten und dann wird das alles. Ich hoffe, du bleibst dabei, langfristig. Danke, dass du bis hierhin dabei warst. Schreib's gerne in die Kommentare, wie dir bis jetzt die ganze Zeit hier auf diesem Kanal gefallen hat, wie du hier drauf gestoßen bist. Und wenn es dir gefällt, leite es gerne an Bekannte, Freunde, Familie weiter, damit wir hier gemeinsam wachsen und die neue Welt aufbauen. Alles Gute dir.